Die vierte Generation des Pokémon-Franchises hat meiner Meinung nach das beste Spiel der Reihe. Pokémon Diamant und die Sinnoh-Region haben mich sowas von begeistern können und insgesamt ist es dadurch halt auch mein Pokémon-Teil. Besonders gut an dem Spiel gefällt mir natürlich mein Feuerstarter. Look at my cute monkey. Aber auch dort gibt es leider manche Dinge, die ich nicht so gut abkann. Und schon mal vorab, dieses Video dient nur zur Unterhaltung, werde etwas sehr pinklich hier sein und meine Wut aus meinem neuesten Playthrough hier rauslassen. Das ist nötig. Also viel Spaß mit dem Video. Um ein Abenteuer in Pokémon zu beginnen, benötigt es Pokémon, beziehungsweise ein Team. Gut, dass ich mir diesmal von meinem Playthrough gedacht habe, hey, komm, machst du mal so eine kleine Planung und so. Also neben Panferno dachte ich mir halt, pick ich Barmelin. Warum Barmelin? Jedes Team braucht ein Wasser-Pokémon und ich liebe Wiesel. Also die sind halt einfach süß. Jedoch dachte sich eins meiner Pokémon, nö, diese Planung und das, was du vorhast mit deinem Team, mache ich dir zur Hölle. Kennt ihr die Knospi-Evolutionsreihe? Ich schon. Teilweise. Also ich kenne die Entwicklungen, aber ich musste noch nachsehen, wie sie sich entwickeln. Also ich hätte es tun sollen wahrscheinlich mal, weil sonst wäre nicht das passiert, was jetzt geschehen ist. Ich fing mir also ein Knospi und fing dann erst nachher überhaupt nachzugucken. Und sah erstmal. Dieses Pokémon entwickelt sich durch Freundschaft. Meine Flashbacks aus Sonne und Mond kommen zurück. Okay. Ja, da sind wir jetzt. Wird bestimmt hoffentlich nicht so lange dauern. Falsch. Das Kackding entwickelte sich nach der fünften Arena. Der fünften. Gut, dachte ich mir halt, soweit noch ertragbar. Machst du halt nach der fünften dein Roserade. Kann ja nicht so schwer sein. Ist auch eigentlich recht simpel. Nimmst dir einen Lichtstein, klatscht das auf das Mon, drückst es damit ein wenig, dann ist es zweimal weiterentwickelt. Also, wo kriege ich den denn her? Ja, richtig. Entweder an dem Ort, wo ich keine Ahnung habe, wo ich da hinkomme überhaupt, was das ist. Habe ich zum ersten Mal gehört. Mit der Fähigkeit Mitnahme, die ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gehört habe. Oder auf Route 228. Hey, nur so nebenbei. Die Siegestraße ist nach Route 223. Also spielen wir das Spiel also mit Rosea weiter. Ist halt auch okay, ne? Bisschen unterlevelt, null im Kampf. Kann man bestimmt benutzen. Apropos Kampf. Da gibt es auch doch diese ein oder anderen Sachen, die mich sehr genervt oder verwirrt haben. Ja, Verwirrung. Diese Dreckserfindung. Egal wer sich dachte, das ist eine gute Idee. Ich hasse dich. Ja, aber warum ist es denn so schlimm, meiner Meinung nach? Verwirrung besitzt in Generation 4 eine 50% Chance, dass sich ein Pokémon selbst verletzt. Abgesehen, dass ich 50% fucking hoch finde, so, ne, ist halt, jede zweite Attacke schlägt dich selber. Nein. Hallo, komm. Ist es bei mir im Spiel trotzdem 95%. Also, kein Scherz, wenn du halt mit 6 Pokémon gegen einen Trainer kämpfst, mit einem Pokémon, du overlevelt bist und du trotzdem, weil dir Alkohol gespritzt wurde oder so, verlierst. Ist es scheiße frustrierend? Nein, nee, wirklich nein. Ah, hey. Was ich beim Recherchieren noch herausgefunden habe, solltest du paralysiert werden und eine Fullpara kriegen, dann bekommst du wenigstens keinen Schaden. Apropos Paralyse. Warum? Wer hatte bis Gen 4 den Gedanken, hey, Gift-Pokémon können nicht vergiftet werden, Feuer-Pokémon nicht verbrannt und Eis-Pokémon nicht eingefroren, Elektro-Pokémon können paralysiert werden, sollten wir das vielleicht mal ändern? Haben sie nicht, bis heute. Also, in den neuesten Generationen ist es zum Glück nicht mehr so, was ich persönlich gut finde, weil sonst würden mir meine Draft-Ligen einfach weniger Spaß machen. Weil dann meine Elektro-Pokémon auch paralysiert werden könnten. Das ist nicht toll. Kommen wir aber zu den letzten beiden Punkten, die ich heute ansprechen möchte, die ich nicht gerne mag. Und wo ich mir die Frage stelle, warum? Erstmal
die Randomness mancher Dinge in Pokémon Diamant. Zuerst eine Situation. Ich habe die Wasserarena gemacht in Diamant und es ging los. Ich wusste nicht mehr, was zu weit. Also ich wusste, ich soll wohin. Ich bin dorthin gelaufen und habe dort keine Cutscenes, nichts bekommen. Das, was ich machen musste, ich durfte in der Stadt der Wasserarena mit einem random Team Galactic-Typen oben rechts in der Stadt sprechen, damit es weitergeht. Wurde mir das gesagt? Vielleicht. Bevor wir aber über meine Dummheit reden, reden wir noch über eine zweite Sache, die ich ein bisschen random fand. Nämlich die Situation siebte Arena, Richtung siebte Arena. Ich war, ja, sagen wir mal, ich habe ab und zu mal Pausen gemacht, ne? Aber es gab schon die ein oder andere Situation, wo VMs, ich gucken musste, wie ich sie bekomme. Das war das Problem, dass halt manche VMs nicht so ganz geil dir in den Weg geschmissen werden, obwohl du sie brauchst. Also ging ich Richtung siebte Arena und auf der Route soll eigentlich die VM Kraxa sein. Problem dabei ist, die ist halt hinter einem Haus, also die ist bei einem Haus in der Nähe halt, so ein bisschen weiter hinter, im Schnee. Und du siehst es eigentlich trotzdem, es ist halt ein Pokéball. Aber nicht, wenn du auf der anderen Seite der Route langläufst, genau um das Haus rum, wo du die VM dann nicht sehen kannst. Vielleicht wurde es auch das einem gesagt, wo man sie genau findet. Dann war es halt wieder meine Dummheit. Jetzt kommen wir auch zu meiner Dummheit, dem letzten Punkt, den ich absolut hasse, während ich Pokémon spiele. Ihr müsst euch vorstellen, siebte Arena gemacht, besiege den Boss der Bösen, den der Stärke, alles ist gut. Und was dann? Ja, was dann? Hätte ich die Textboxen gelesen, wüsste ich wahrscheinlich, wo ich hin müsste, aber mein Gehirn hat sich kurz für ein paar Sekunden abgeschaltet und dachte sich, A-Button-Spam. Google an, Pokewiki, danke, ich muss also zum Hauptquartier von Team Galactic. Okay, Hauptquartier ist geklärt, passt, perfekt. Kopf dachte sich, A-Button-Spam, wohin wieder jetzt? Google an, wurde gesagt, hey, renn zum Kraterberg. Rennst du zum Kraterberg? Brauchst du die scheiß VM Kraxa, die am A... Danke fürs Zuschauen an euch alle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, natürlich. Es war zwar wieder etwa ein Pokémon-basierteres Video. Ich gucke mal, ob ich mal wieder was anderes auch natürlich hinbekomme. Es ist halt... Also ich finde halt, mein Kanal ist eigentlich nicht ein kompletter Pokémon-Channel. Bisschen dazu mutiert, klar, TPL. Übrigens nächste Woche Samstag, Sonntag der Draft-Stream, nicht vergessen. Aber bevor ich diese Woche nichts bringe, dann lieber trotzdem was Pokémon-basierteres, weil ich einfach spontan die Idee zu diesem Video bekommen habe, persönlich. Ja. Wir sehen uns dann im Draft-Stream nächste Woche oder in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.